Hallo, ihr Hübschen! Ja, eine Kooperation wieder. Die Channel, die, was, wie heißt die nochmal? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich schreibe das da rein. Es ist nämlich März, Ende März. Und die geht halt weiter. Es geht halt weiter. Ne, es geht halt weiter. Und ich habe nicht 40 Fragen, sondern für den März ein paar Fragen und die werde ich jetzt beantworten. Natürlich habe ich das wieder nicht jeden Tag gemacht, sondern ich mache es einfach jetzt. Und die anderen, die dazugehören, die sind natürlich unter dem Video verlinkt. So. Erste Frage. Das Lustigste, was du heute gehört hast. Was habe ich heute das Lustigste gehört? Keine Ahnung. Ich glaube, ich lache über mich selbst gerade die ganze Zeit, weil andere Leute irgendwas kommentieren, was mich zum Lachen bringt. Zweite Frage. Wenn du ein neues Talent haben könntest, welches wolltest du? Ich brauche keine neuen Talente. Ich bin so talentiert. Das reicht. Also neue Talente, das ist mir zu viel. Dann. Danke. Und 3. Wer ist dein bester Freund, jedoch nicht dein Ehepartner? Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Mein Hund? Soll es menschlich sein? Ein Freund, also ich meine, vielleicht habe ich ja einen Freund, habe ich ja. Auch einen besten Freund, ja, könnte man sagen. Aber Namen werde ich hier keine nennen. So. 4. Was wünschst du nicht gesagt zu haben? Nichts. Gar nichts. 5. Was war das Erste, was du heute getrunken oder gegessen hast? Ich habe das Erste getrunken. Stilles Wasser. Prost. Und gegessen habe ich eine Banane und ein paar Bananensticks. 6. Sparst du oder gibst du aus? Beides. Ich spare und gebe gerne aus. Also es ist ja eigentlich, wenn man das Letzte gibt, dann hat man nicht gespart, aber man hat irgendwie doch gespart. Naja, irgendwie so. Ich mache das halt so. Eigentlich beides. Man spart doch. Und gibt was aus. So mache ich das immer. So. 7. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sauber ist dein Haus? Ich habe kein Haus, ich habe nur eine Wohnung. Von 1 bis 10 sage ich mal 5. Ich meine, was ist eigentlich sauber? Das kann man jetzt auch ausdiskutieren. Was für einen überhaupt richtig sauber ist. Ob es 1 sauber ist, super, in Anführungsstrichen. Oder ob es 10 sauber, so sauber desinfiziert alles ist. Als wäre man im Krankenhaus oder so. Naja. Kann man auch sehen, wie man möchte. So. 8. Was ist der letzte Song, den du gehört hast? Fehlerfrei von Helene Fischer. 9. Was entspannt dich? Eine schöne warme Badewanne mit ätherischen Ölen. Zum Beispiel Rosmarin oder Lavendel oder irgendwas anderes. Ganz drauf an. Oder vielleicht auch mal zwischendurch ein Schaumbad. 10. Was ist das Wertvollste, das du besitzt? Ich bin das Wertvollste, was ich mir selbst besitze. Aber wenn es um Dinge geht, ist es das, also mein Wertvollstes, was ich besitze, ist eigentlich mein Hund. Aber es ist auch kein Besitz, weil er ist ja auch sein Eigenständiger. Aber was es auch sonst Wertvollstes gibt, was ich besitze, ich denke mal, dass es einfach meine CD-Sammlung und meine Büchersammlung ist. So. 11. Was fandest du heute inspirierend? Ich inspiriere mich immer gerne selbst. Wenn ich was sehe, lass ich es auf mir wirken. Ob Natur ist oder irgendwelche Facebook-Post-Gruppen, keine Ahnung, was auch immer. Und ansonsten, ist es halt so. 12. Bist du glücklich? Ja, ich bin
Ich bin sehr glücklich und ich bin auch sehr glücklich verliebt. Jedes Mal, wenn ich an meinen Schatzi denke, dann geht alles so. Kommen meine Glückshormone so hoch, dann brauche ich keinen Zucker, also ich brauche keine Schokolade oder so. Ich brauche nur an meinen Schatzi denken. So, 13. Wie viel Zeit nahmst du dir heute für dich? Ich nehme mir die ganze Zeit für mich irgendwie. Das ist auch sehr schön, finde ich. 14. Liste drei Dinge auf, an die du glaubst. Ich glaube an den lieben Gott, an das Universum und an mich. 15. Wem hast du zuletzt ich liebe dich gesagt? Mein Schatzi. 16. Ergreifst du Möglichkeiten? Täglich, bei jedem Atemzug. 17. Wohin bist du heute gegangen? Spazieren, Hunderunde, jeden Tag 3 bis 4 Mal. Also, in der Natur natürlich. 18. Welcher Ratschlag wurde dir gegeben? Mir wurde ein Ratschlag gegeben, ich sollte die Polizei anrufen und fragen. Nee, besser gesagt. Ich sollte mir nochmal einen Therapeuten vielleicht suchen. Weiß ich auch nicht was. Das wurde mir gegeben, ein Ratschlag, ja. Aber der Ratschlag, den finde ich eher nichtig. Ansonsten Ratschläge gibt es viele, die eingegeben werden. Es ist einfach die Perspektive und die Möglichkeit und der Wahrnehmung, was man daraus dann macht. Und ob es für einen richtig und stimmig anfühlt. Also manche Ratschläge, da denke ich einfach nur, vielleicht sollte die Person sich erstmal selbst Hilfe suchen. Wo auch immer. 19. Heute war ein wunderschöner Tag und irgendwann ziehen auch die Wolken wieder weiter und die Sonne macht mich heiter. 20. Um was bist du froh, heute getan zu haben? Ich bin froh, heute duschen gegangen zu sein, schon am frühen Morgen. Ja. 21. Wann war dein letzter Urlaub? Wohin bist du gegangen? Ich bin am Urlaub gegangen. Ich dachte, ich bin geflogen oder gefahren. Naja, mein letzter Urlaub war, glaube letztes Jahr oder so. Und er war schön. Und wo? Irgendwo in Deutschland. 22. Die größte Weisheit kommt von innen und von außen. So. Wer ist dein Held? Ich bin mein eigener Held. Aber wenn es um irgendwelche Heldenfiguren gibt, wie Superman oder so, könnte man sagen Superman oder Harry Potter. Ansonsten gibt es auch Helden der Engel, die leben. Also so lebende Freundinnen, die irgendwie ein Held sind an einem Tag, wenn sie irgendwas gemacht haben, was für einen heldenhaft ist. 24. Warum? Ja, habe ich doch gesagt, warum. Mein Gott. So. 25. Wenn du heute die Gedanken von jemandem lesen hätten können, von wem wäre es? Ach, das ist so umständlich, Leute. Ich möchte gar keine anderen Gedanken lesen können. Oder überhaupt von wem oder was. Das ist nämlich, ich meine, reicht doch schon, wenn man seine eigenen Gedanken liest und hört und sieht und irgendwie mitbekommt. Das ist ja schon genug. Das ist schon heftig genug. Da braucht man nicht noch andere Gedanken von jemand anderes. Also, das lasse ich mal bleiben. Das würde ich mir auch nicht wünschen oder, naja, wie auch immer. 26. Was war das Einfachste heute? Das Einfachste heute war einfach, dieses Video zu machen. 27. Hast du heute jemanden gedankt? Ja, ich danke täglich jeden. Meinen Freund danke ich, meinen Hund danke ich. Und irgendwie danke ich immer, irgendwie alles fast. Was mir dann kommt, sage ich dann danke, liebe Waschmaschine, dass du läufst oder wie auch immer. 28. Hast du heute schwer viel gearbeitet? Nee, ich habe weniger schwer oder viel gearbeitet. Ich mache immer leichte Arbeiten.
29. Was war heute in deinem Briefkasten? Luft. 30. Heute war ein totales Chaos. 31. Was suchst du? Immer noch mein 6000 altes Witzebuch. Aber ich habe die, ich lasse es einfach bleiben und habe einfach ein anderes Witzebuch. Wie auch immer. Dankeschön fürs Zuschauen und schaut bei den anderen auch vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen.